Hallo und herzlich willkommen zu Tag 3 in der 1&1 Blogger WG. Ich bin heute mal wieder da. Gestern konnte ich leider nicht, da hatte Lars mich aber grandios vertreten. Wo ich jetzt auch schon dabei bin, an meiner Seite der Lars, auf der anderen Seite der Marcel. Dann haben wir da drüben noch den Johannes. Ihr habt die drei Leute jetzt wahrscheinlich schon in der einen oder anderen Konstellation gesehen. Und dann haben wir noch einen Gast und zwar ist das der Fabian Nappenbach. Der kommt von HTC. Der hat heute auch noch ein bisschen was für uns dabei und das zeigt er uns. Zuerst würde ich aber ganz gerne mal von den Kollegen hier wissen, was heute so auf der Messe abgegangen ist. Ich selbst war jetzt heute nämlich nicht auf der IFA und was hast du denn gerade so heute? Ich mache den Anfang. Ja, du darfst den Anfang machen. Du hast das Mikrofon. Ja, also heute ist ja IFA endlich losgegangen. Das heißt, da sind vor allen Dingen sehr viele Menschen. Wobei, ich fand es gar nicht so schlimm. Also es ging. Es ist jetzt nicht wie, ihr müsst euch das nicht vorstellen, wie Gamescom total überfüllt, sondern das ist noch okay. Ich habe mir heute so ein paar Sachen angeguckt, bin vor allen Dingen mal über das Gelände geschlendert. Und was ich sehr geil fand, so persönlich, das war bei LG, die haben einen Raum, der ist komplett schwarz. Und dann sind da drin so 30 OLED-Fernseher mit einem Schwarzwert, es ist ein Traum. Dann haben die da drauf irgendwelche Gemälde. Das sieht einfach richtig geil aus. Ich liebe OLED als Fernseher, ist eine geile Nummer. Und ansonsten, das klingt nach einem schönen Effekt auch, also mit diesem schwarzen Raum. Dass das man so mal sieht versteht. Einfach geil aus, weil du siehst an diesem Schwarzwert, das ist dann nicht ein helles Grau oder so, wie man es von normalen Fernsehern kennt, sondern es ist schwarz, weil da ist das aus. Und was ich auch heute mal gemacht habe. Der Fernseher. Ja, also die Pixel. Das ist halt OLED. Nee, ich dachte, und womit ich heute auch umgespielt habe, war mit der Samsung Gear S2, mit der neuen Smartwatch. Die fand ich auch geil. Geil mit dieser Lünette, der Drehbaren und so weiter, haben wir gestern schon ganz kurz behandelt. Also das sind so heute meine beiden Highlights, mit denen ich ja, wirklich gekämpft habe oder innerlich verarbeiten muss. Du hast mit denen gekämpft auch. Ja, gut. Kommen wir mal zu dir, Marcel. Du hast ja bestimmt auch ein paar Sachen heute gesehen. Was genau war denn da so das Highlight für dich? Also ich habe natürlich erstmal auch schön ausgeschlafen. Ne? Von dem so ein bisschen Stress muss man sich natürlich erholen. Natürlich. Nein, also natürlich war ich pünktlich auf der Messe und habe mir ein paar Gaming-Sachen angeguckt. Da gehe ich aber später noch drauf ein. Ich war unter anderem bei Epson und die haben zum Beispiel auf ihrem Stand aufgebaut so ein Robotersystem, der den Drucker danach befüllt und der Roboter macht dann noch so eine freakige Show. Also das war ganz witzig. Also es geht letztlich um einen Drucker, mit dem man halt die Tinte nachfüllen kann etc. und man keine Patronen mehr kaufen muss. Dann war ich bei Western Digital, hab mir da gibt es ein großes Software-Update für die MyCloud-Serie, also dann, wo man seine Daten halt auf dem NAS-System hat und dann auch überall auf der Welt drauf zugreifen kann. Haben eine neue Software-Oberfläche, super spannend. Also hört sich jetzt nicht spannend an, aber ist super intuitiv und gut gestaltet. Und dann war ich noch bei SanDisk und habe mir da auch die neuen Speicherprodukte angeguckt. Da hast du auch ziemlich viel gesehen, so für einen Tag. Neben ja, jede Leuten Menge. So, ja. Viel Info. Muss man auch erstmal mit klarkommen. Erstmal verarbeiten, ne? Genau. So erstmal ein paar News schreiben gleich. Naja. Ja. Was soll ich da senden? Watch 2, wie auch immer das Ding? Also, genau, Lars fragte aus dem Off, weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat, was du gefragt hast, aber ob das die Zenwatch 2 ist? Nein, leider noch nicht die Zenwatch 2, das ist die erste Generation, aber die Zenwatch 2 habe ich mir tatsächlich heute auch mal angeguckt und schon ein schickes Teil und vom preislich auch halt sehr attraktiv. Im Vergleich zu dem, was ist da das für dich vor allen Dingen der größte Vorteil, dass da jetzt ein zweites Produkt kommt, das... Ja, eindeutig die Akkulaufzeit. Okay. Ne? Also jetzt soll es bis zu 3 Tage halt der Akku durchhalten und das ist auf jeden Fall ein Feature, was jetzt die erste Generation als nach dem Tagschluss auf jeden Fall sehr nützlich. Ne? Ja, richtig, auf jeden Fall. Gut, dann haben wir auch noch den Johannes, der sitzt da hinten, ganz kuschelig in der Ecke. Ja. Du hast ja auch die ein oder andere Sache wahrscheinlich gesehen heute. Ja, 12 Termine gehabt heute. Oh. Ja, bin ganz alleine auf dem 12? Ja. Gut. Wie viele Stunden warst du da? Ja, jetzt von 8.45 Uhr war der erste Termin und bis gerade eben 18 Uhr. Ja, gut. 12 Termine, alles. Macht auch mal Spaß, ja. Aber dafür ist auch morgen mein letzter Tag, weil ich ja dann auch wieder leider weg muss. Ach so. Ja. Schade. Das ist schade. Wir werden dich vermissen. Hier. So, aber jetzt erzähl doch mal, was du gesehen hast. Du warst bei 12 Terminen, dann vielleicht ist, ja. Ich war auch bei Western Digital, also hat der Marcel ja schon alles erzählt. Und für mich war so eins der Highlights bei XYZ Printing. Ich dachte, jetzt kommt irgendwas, was mir nicht einfällt. XYZ, da kam Produkt ABC. War die haben 3D-Drucker, aber die haben auch noch einen coolen Drucker, der Plätzchen ausdrucken. Da kommen Patronen rein, wo ein Teig drin ist, ein frischer Teig. Nennt man das nicht Backofen? Nein. Und dann ist er auf jeden Fall schon mal das Backpapier ausgelegt und dann druckt er einfach die Plätzchen, wie man sie haben will. Also als Firmenlogo. Das heißt, man braucht keine Ordnung. Ach so.
Und kein Backofen auch. Nee, gut, der Backen tut es. Ach so, es, ja. Es kommt dann eben auf dem Backpapier an, ist dann das gefertigte Plätzchen oder was auch immer. Dann kommt es in den Backofen. Und dann kommt es in den Backofen. Ja. Die konnten auch schön 3D da drauf drücken. Das hat meine Oma auch gern. Das ist so Teil reindrücken. Ich habe ein Video davon, das könnt ihr dann auf meiner Seite anschauen. Das sieht wirklich cool aus. Was hast du da für ein Plätzchen gebacken? Das war ein Sternchenplätzchen. Also gut, das kann man sich auch, das kann man sich auch wirklich machen. Aber dann haben sie noch Haufen. Dann haben sie noch so einen 3D-Bären gedruckt, den auch dann gebacken gezeigt. Das war halt so ein Klumpen. Voll der leckere Keks bestimmt. Kann man auch eine Pizza drucken und ich finde es natürlich sehr lustig, ja. Und hört sich auch ja, so das an, ist wirklich sehr schön. Pizza aber in irgendeiner konnte Form. Konnte man das auch probieren dann da? Oder ja, keine? Sie haben einen mitgegeben in so einem kleinen Päckchen, wie so ein, in einem Café, so ein kleines Blitzchen. Okay. Ja. Hast keine mitgebracht jetzt aber? In meiner Tasche. Ah, ja, gut. Aber den esse ich selber. Ich habe nur einen bekommen. Dann guten Appetit. Viel Spaß damit. Ja. Ja, Samsung habe ich mir ja auch angeschaut und ich fand das mit der Lünette auch sehr schön. Und der Smartwatch ist jetzt irgendwie der erste Hersteller, der es so eingesetzt hat. Ist wirklich intuitiv. Okay. Mal gucken, wenn ich die ja längere Zeit nutze, wie das so ist. Das ist jetzt aber nicht die, auf die du die ganze Zeit guckst. Das ist meine eigene Uhr. Ich will das nur so verdeutlichen, was das dann ist, weil die hat nicht mal eine Lünette. Ja. Ja. Und sonst noch was? Oder waren das so die Highlights? Ja, ich war auch noch bei anderen. Ja, du hattest ja auch zuerst Termine. Das muss ich auch wirklich verarbeiten, was das alles war. Aber es sind so viele Highlights, könnt ihr das auf meiner Seite Du hast so ja auch noch was von Produkt mitgebracht, aber da kommen wir noch ein bisschen später dazu. Ja. Bei Dyson war ich auch noch, ja, lustigerweise. Bei Dyson? Dyson, ja, die sind ja auch wirklich sehr interessant. Hast du einen Ventilator angeschaut? Die haben einen neuen Ventilator, also so ein Humidifier, ich weiß nicht, ein, wie heißt das auf Deutsch? Ein Luftbefeuchter. Ja. Oder Befeuchter? Befeuchter, ja. Und noch einen Matratzensauger. Oh. Ja. Ich meine, ich finde also, Produkte... wenn man das so erzählt bekommt, dann kriegen sie Plätzchen, Luftbefeuchter, Matratzen, Sauger. Das ist die IFA. Für mich ist das die IFA. Ja, ja klar, natürlich, das ist es auch. Ich glaube, für viele Leute ist es auch oft so, man denkt, wenn man an die IFA überhaupt denkt und die noch gar nicht kennt und noch nicht da war, dann überall nur Smartphones, und, Tablets, so ein bisschen Notebooks, Tablets, nee, genau, ein bisschen Computer und so und voll viele Fernseher. Aber es gibt natürlich extrem viele Haushaltsgeräte. Kühlschränke, alles, Waschmaschinen, da gibt es ja ne, alles. Deswegen, ganze Hallen voll. Und die eine Halle, in die ich durchgelaufen bin, da haben sie schön gekocht, da haben die Smoothies gemacht. Schön. Also kann ich euch nur empfehlen, ich glaube, es war Halle 4. Einfach durchlaufen, hingehen, essen. Snacken. Super. Sich hinlegen, massieren lassen. Gut, kommen wir mal zu dir, Fabian. Jetzt haben wir über ein paar Sachen gesprochen, die wir noch überhaupt nicht in die Hand nehmen konnten. Aber ihr seid ja nun auch da, du als Vertreter. Warum bist du hier? Also im Wesentlichen wegen der Vive, über die reden wir gleich. Wir haben nebenher noch ein kleines Telefon vorgestellt. Ist gar nicht so klein. Ist nicht so klein. Nee. Naja, 5,5 Zoll. Ich habe mich ein bisschen umgesehen, da bist du bei den kleinen Geräten inzwischen dabei. Es gibt da bis auf 6,8 hoch. Also immer noch so klasse, was ich meinen Kindern geben würde, weil das ist YouTube gucken mit schönem HD-Screen. Ich halte es mal kurz für dich in die Kamera. Boom, Sounds, Stereo-Speakern, bist du da gut dabei. Das ist jetzt aber ein Mittelklasse-Gerät. Trotzdem aber 64-Bit, Octa-Core, aktuelle Android-Version, also auch bei den ich sage immer noch kleineren Geräten, also auch bei den günstigen Geräten ist dann 5.1 drauf, Zen 7 drauf, alles schick, alles fein, genau wie bei den Flagship-Geräten. Mhm. Kommt jetzt im Oktober auf den Markt, heißt Desire 728. Ist jetzt aber kein Messe-Announcement von uns. Das haben wir jetzt quasi zufällig während der Messe per Pressemeldung announced. Versehentlich hat das jemand dabei. Oh. Wir hatten es gerade Weihnachten, wegen, weil gerade eben Messe ist, macht man es nicht. Also auf unserem Stand, der ist komplett Vive gebrandet. Also wenn du in Halle 4.2 dich näherst, siehst du überall schon die schicken blauen Vive-Symbole, die alle so ein bisschen so Portal-inspiriert sind. Und da fahren wir eben jetzt auch Demos. Wir haben ein paar Demoräume. Okay. Wir haben vorher schon quasi Anmeldungen angenommen, das ist Appointment only, weil wir haben das den ganzen Effekt auf der Gamescom gesehen, da hatten die bei Nvidia Stand, haben die quasi Leute einfach reinlassen und die standen dann 5 Stunden. Fantastisch. Und ja genau, also, kann man ja auch machen, ne? Aber das, also wir wollen jetzt nicht irgendwie kein Gekloppe machen, also wir zeigen es ziemlich vielen Journalisten, wir zeigen es Pressepartnern und ich zeige es natürlich auch gerne euch, also ich bin ja ein alter Hase schon. Du bist ja Ur-Vive. Du bist ja quasi in der Vive-Ursuppe schon geschwommen. Aber das Ding sieht immer noch so ähnlich aus. Ja. Das ist die Developer Edition. Okay. Das ist so, was wir derzeit an die Entwickler rausgeben. Weil, die kann ich dir gerne nochmal präsentieren. Du kannst ja auch aufsetzen oder irgendjemand zum Aufsetzen geben. Jetzt lass mich mal kurz präsentieren. Genau. Du kannst ihn gleich aufsetzen. Setz dich auf, lehn dich zurück, nick weg. Weil die ist natürlich nicht angeschlossen. Und ich meine, das ist nur ein Teil der Vive. Das ist die Brille. Das ist die Brille, ja. Das aber ist ja, die Vive besteht ja. Wir verkaufen nicht irgendwie eine Brille. Brille kann ja jeder. Wir verkaufen dir einen kompletten Raum
mit dem du in eine andere Welt abtauchen kannst. Ja. Und der Raum, den siehst du durch die Brille. Wäre das mäßig. Ja? Ist halt nicht angeschlossen. Den manipulierst du durch diese Controller. Das heißt, hier, ne, beim echten System würdest du sie sofort erwischen. Da hast du verschiedene Trigger jetzt dran. Guck doch mal, was du machst. Ich sehe genau nichts, das ist halt nicht angeschlossen. Und auf der IFA schon. Genau, und was ich nicht dabei habe, sind die beiden Laserstationen. Die Laser bauen den Raum auf. Das heißt, du siehst hier überall diese kleinen Dingelchen hier. Das sind optische Sensoren. Den siehst du jetzt nicht, Lars. Genau. Nein. Es gibt Dinge hier auf dieser Brille. Du hervorragendes Zeigemodell. Du machst das alles richtig. Genau. Hier überall sind diese Sensoren. Die werden von diesen Lasern getroffen und dadurch ist die Positionierung von dem Ding im Raum sowas von präzise. Ich habe heute Leute gehabt, die voll Panik vor VR hatten und sagen, mir wird es immer schlecht in VR. Ja, gibt's. Und wurde nicht schlecht. Ich habe es mit Verkaterten, mit Schwangeren, mit Alten, mit Jungen. Mit verkaterten Schwangeren. Und das hat keiner noch geschafft, aber all diese verschiedenen Leute haben wieder schon Demos gegeben und es ist noch niemandem schlecht geworden. Das ist schon mal Punkt 1 für das System. Aber das Zweite ist, du machst halt nicht nur das, was der Lars gerade macht, im Wegen Kopf links, Kopf rechts, ich kann ein bisschen schauen, sondern du läufst rum. Du hast einen Raum, 4x5 Meter oder sowas in der Art und in dem kannst du einfach alles machen. Das heißt, da ist ein Tisch, du willst wissen, was ist unter dem Tisch, kein Problem, bückst dich, schaust dir unter den Tisch oder streckst dich und schaust irgendwie ein bisschen drüber. Du willst irgendwas machen, was da irgendwie 3 Meter von dir an der Wand stattfindet. Ja, Bad Hair Day. Dann gehst du halt einfach mit deinen Füßen hin, hast die Controller, nimmst was auf, manipulierst es. Das heißt, das ist erstens schon mal natürlich cool für Gaming, aber du kannst im Prinzip einfach alles andere auch machen. Ne? Wenn du damit jetzt irgendwie, wenn du jetzt ein Reisebüro bist und sagst, du willst damit jetzt eine Strandbar simulieren für Leute, die im Reisebüro sagen, ich weiß ja nicht, ob das gut ist, läuft, kannst du machen. Wenn du ein Autohersteller bist und sagst, wow, toll, bis jetzt können die Leute im Internet sich irgendwie die Farbe aussuchen, bei uns kannst du den Deckel vom Auto aufmachen. Du kannst dich im Prinzip unter das Auto legen und reinschauen. Das sind alles Sachen, die damit gehen werden. Ich glaube, das Schwierige ist ja bei sowas auch, also ich habe es ja selbst erleben dürfen, das ist wirklich... Am Sonntag. Es ist echt krass. Ich kann nur sagen, es ist echt krass. Und es ist so, darüber zu reden, ist, das kann das gar nicht so ganz in Worte fassen, wie das dann tatsächlich ist, weil es einfach von diesem Gefühl in diesem dreidimensionalen Raum zu sein, ist ja, das macht es ja dann erst so richtig aus. Das kann man natürlich so viel beschreiben, wie man möchte, aber letzten Endes ist es halt, wie du sagst, man hat das Gefühl, dass es, also die einzige Grenze, die es zu diesen Räumen gibt, liegt eigentlich in der eigenen Fantasie quasi. Also ne, wenn die Designer sich irgendwas ausdenken können, dann kann man das dann da quasi erleben. Und das ist schon echt krass. Also sehr das erlebe ich auch oft, dass die Leute, wenn sie dann rauskommen, dann fangen sie einfach mal zum Sprudeln an, von wegen, was könnte man noch alles damit machen? Ne? Also jeder denkt sich irgendwas und jeder hat ganz andere Ideen, so je nach Veranlagung. Und es geht, du findest keine Grenze, was dir jetzt irgendwie alles bei der Sache einfallen könnte. Und, aber klar, am einfachsten sind die Leute zu überzeugen, die es mal gesehen haben. Also ich meine, wir fangen jetzt an, wir haben es auf der Gamescom gezeigt, wir zeigen es hier. Ich glaube, die allerersten Nicht-Developer werden es Ende des Jahres auch noch kaufen können. Ich hoffe, auch die werden dann irgendwie alle anderen Leute anzünden und sagen, was sie da sehen oder die Nachbarn einladen und Vive-Partys machen, wo sie durchviven in der Art. Also aber du musst das Ganze echt nochmal erlebt haben. Du sagst, dass also Developer können jetzt Ende des Jahres können wahrscheinlich schon eine kaufen, eventuell, aber... Die Developer kriegen jetzt schon eine, for free, also wenn sie ein registrierter Developer sind und würdig und überhaupt und so weiter und lang genug auf der Liste gestanden haben, bekommen die jetzt die Systeme. Und als Normalsterblicher? Ende des Jahres ein paar, richtig breit, Vollgas im ersten Quartal nächsten Jahres. Sagen wir noch nicht? Aber erstes Quartal nächstes Jahr? Ja. Okay. Also noch im Frühling oder wie du das nennen wirst. Ja, wunderbar. Also ich glaube, für alle Leute, die sich irgendwie für Virtual Reality und Gaming auf einer ganz neuen Ebene und überhaupt, also es ist ja noch ein bisschen mehr als Gaming, wie du schon sagst, interessieren, ist das sicherlich das, was ihr mal auf jeden Fall im Auge behalten solltet. Wir haben ja noch ein paar andere Sachen dabei, die jetzt nicht so sehr Virtual Reality sind, aber wir kommen vielleicht direkt vom Gaming zum Gaming. Hier blinkt die ganze Zeit was auf dem Tisch, was mich wahnsinnig nervös macht. Ich wollte gerade sagen, das ist perfekte Überleitung eigentlich. Dafür bin ich bekannt. Ja, genau. Und zwar war ich auch heute unter anderem bei Razer und ich war total überrascht, dass Razer auf der IFA Produkte vorstellt, weil normalerweise würde man das ja von der Gamescom erwarten und das haben sie auch auf der Gamescom gemacht, aber sie haben tatsächlich insgesamt 3 Announcements gehabt auf der IFA und eins davon durfte ich netterweise mitnehmen und
ich glaube, kennst du auch Kamal, ne? Also, Ich bin ja großer PC-Zocker in meiner, also überhaupt nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, um was es sich handelt. 2004 hat Razer eine der ersten optischen Mäuse auf den Markt gebracht, die Diamondback, legendäres Gerät mit 1600 DPI, so viel weiß ich, habe meine Hausaufgaben gemacht. Und jetzt wurde quasi der Nachfolger vorgestellt. Genau, jetzt hier das Modell 2015 sozusagen, Diamondback, hat jetzt einen nicht 1600 DPI, sondern 16.000 Lasersensor auch. Sieht aber sehr schlicht aus jetzt so vom Kunststoff her. Außer, dass er die ganze Zeit blinkt. Aber es ist total die Augenkirmes, wie man hier sehen kann. Das heißt, diese Chroma-Backlight-Beleuchtung, die sie hier haben, lässt sich alles in der Software einstellen. Ziemlich cooles Teil. Blinky-Blinky habe ich auch noch mitgebracht. Also nicht mehr keine Maus, sondern... Aber kannst du noch mal sagen, was die Maus kostet? Weil also ein normaler Mensch, der kauft dir vielleicht eine Maus für was 10 Euro, 9 Euro, 9, 6 Euro. Ja, musst du schon 100 Euro auf den Tisch legen. 100 Euro kostet die Maus. Genau, 100 Euro. Dann habe ich noch eine richtig coole Gaming, die macht mir echt Angst. Die Gaming-Tastatur von Asus mitgebracht. Die ist schwer. Ja. Also die wiegt bestimmt 35 Kilo. Das ist die ROG GK2000 Gaming-Tastatur mit mechanischen Keys. Das sind die Cherry MX-Keys Red. Alles Metall, kann man ja sehen. Und schön mit Aluminium hier. Also es ist nicht nur Optik, sondern es ist auch tatsächlich Aluminium. Und natürlich jetzt hier für mich als Technik-Nerd die Smartphone-Halterung. Ich habe immer noch nicht so ganz, wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten, ich verstehe noch nicht so ganz, warum man das beim Gamen sein Smartphone dabei, aber wir haben überlegt, für Selfies beim Shooten. Zum Beispiel, ich glaube, da gibt es ganz lustige Ergebnisse dann übrigens, ne? Oder wenn du mal ausrastest und dann mal voll auf die... Ja, wenn es einfach immer so so random Fotos einfach gibt zwischendrin und die kannst du dann direkt hochladen. Leise! Genau. Also zum Schreiben im Großraumbüro ist es nicht unbedingt gedacht, aber dafür ist es ja auch nicht. Wenn ich das Licht aus. Ja, da gibt mehrere Effekte, was man einstellen kann. Und jetzt vielleicht kann man das ja mal zeigen, dass man das auch sieht. Sieht man das? Das sieht man bestimmt. Wenn er hier drauf drückt, dann geht das Licht aus und geht dann auch wieder an von alleine. Lars, gib dir mal dein Passwort gerade mal ein. Dann ich bin ja nicht Chip, ich will ja nicht so. Lass mir das. Genau, das waren meine noch meine zwei IFA-Highlights von heute. Zum was kostet die? Ist noch kein Preis raus und verfügbar im Q4, so wie man mir gesagt hat. Ich mochte diese sehr lauten Endlos-Lautstärke-Regler. Das ist einfach eine sehr laute... Mama, ich bin zu Hause! Kann man sehr schön laut spielen. Ist aber also für den, ich glaube, für Gamer ist es sicherlich ein wahr gewordener Traum. Ja, ich finde es auf jeden Fall ein schickes sehr, Teil. Sehr leuchtend und schwer. Aber gut. Lars findet es toll. Ja, Lars wird auf jeden Fall toll, der darf es nachher mitnehmen. Kannst du noch die ganze Zeit weitermachen. Ja. Kannst du dir die Muster merken. Einmal drücken. Gut, also das waren die beiden Gaming-Sachen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen weg vom Gaming. Hier liegen noch Kopfhörer. Wer von euch hat die Kopfhörer mitgebracht? Das war es, glaube ich, du. Johannes, ne? Einmal du. Ich reiche dir mal dieses Paar. Ich weiß dazu nämlich überhaupt gar nichts. Ich habe dich nur vorhin dabei beobachtet, wie du es ausgepackt hast. Die habe ich vorhin ausgepackt. Wurden heute vorgestellt. Plantronics Backbeat. Ich glaube, Sense heißen die. Der Kollege hat hier die Packung. Ja, natürlich Sense. So neu, dass ich nicht mal weiß, wie sie heißen. Sollen die leichtesten Bluetooth-Kopfhörer sein, also On-Ears. Und der Welt. Ich ziehe sie einfach mal auf. Ja. Der IFA? Des Jahres? Nicht der IFA, ich glaube, das ist der Welt. Der Welt. Okay. Und sie sind wirklich leicht, auf jeden Fall. Und natürlich gibt es da auch größere Kopfhörer, welche, die schwieriger sind, ob man das eben will. Aber ich reise viel und da finde ich, muss es leicht sein. Und ich muss auch sagen, dass ich es sehr schön finde, kann ich mal hier probieren, dass sie auch wirklich bequem sind. Ja, kann ich auch hier. Ist Metall, ja. Ist Metall, ja. Hat was, weil, soll ich mal Überleitung? Ja. Überleitung? Das hab ich euch mal machen lassen, weil ich wusste, dass das von allein passiert. Es passiert sowieso. Ich frage wegen Metall, weil ich habe da auch was mitgebracht. Und zwar die Level On Wireless Samsung. Ich kenne das zwischendurch oder so. Samsung hat schon vor ein paar Tagen, also es ist jetzt nicht brandneu, die stellen es hier aus, man kann es mal ausprobieren. Das sind auch Bluetooth-Kopfhörer, allerdings sehr viel Kunststoff da dran. Für einen Preis von 300 Euro finde ich das
sportlich. Ansage. Aber was die haben, das finde ich halt ganz cool, Bluetooth und Active Noise Cancel. Mhm. Das heißt, das ist so ein Mikrofon und dieses Mikrofon hört nur noch, was da hinten passiert und filtert das aus, ja, quasi gegen raus. Das heißt, ich höre die Musik pur. Und das ist gerade bei so monotonen Geräuschen im Flugzeug, wo Brummen nervt, da ist ganz geil, weil dann hört man wirklich einen schönen, klaren Sound. Mag ich ganz gerne. Ich bin allerdings, ne, es ist so, bei mir, ich weiß nicht, es soll, glaube ich, on sein, aber bei mir ist es fast over. Entweder ich habe zu kleine Ohren oder, aber es deckt auf jeden Fall gut ab. Okay. Aber von der Sitz her weiß ich noch nicht genau. Ich muss mal, glaube ich, länger testen. Kann man auf jeden Fall mal testen. Und vor allem dann auch mal hören halt, ne? Ist ja auch wichtig. Ja, wir hören jetzt nicht, sonst dauert das Ganze nicht. Nein, nicht jetzt natürlich, aber generell beim Kopfhörer ist es. Und ich habe noch was mitgebracht und zwar seht ihr das hier, ich kann es jetzt auch wieder selber halten. Ich kann es halten für dich und du kannst reden darüber und dann gehen wir gleich zurück. Und zwar von AAE, die haben hier eine Action Cam vorgestellt, ähnliches Design wie diverse Marken, was ich ganz interessant finde. Die hat auch 4K, allerdings mit 15 Frames per Second limitiert. Das kennen wir so auch von einer früheren Konkurrenzkamera. HeroGo Pro hat das auch mal so. Was ich aber ganz cool finde, ist, die liefern einem wirklich einen ganzen Haufen Kram mit. Also wenn man da auf der Rückseite, das wird man jetzt sehr schwer einfangen können. Darf ich vorlesen? Nee. Schade. Dann sind wir morgen noch dran, weil da ist extrem viel bei. Man hat noch einen TFT-Touchscreen, weil das Problem ist ja, man hat hier halt ein wasserdichtes Gehäuse und, halt mal ganz kurz, das wasserdichte Gehäuse hat halt das Problem, was mache ich jetzt mit dem Display? Und dann kann man das so quasi draufkleben, wenn man möchte. Ich spuck schon vor Begeisterung. man kann es quasi draufsetzen und dann hat man da ein zusätzliches Display. Dann hat man noch eine Uhr dabei und dann könnte ich zum Beispiel hier das jetzt oben an die Decke machen. Wir haben ja hier Kameras in verschiedenen Ecken und ich möchte dann vielleicht, jetzt lass das bitte heile. Kann ich mal rausholen. dann kann ich zum Beispiel mit dieser, nicht Uhr, es sieht so aus, kann ich dann quasi die Kamera starten oder auslösen, weil je nachdem, wenn ihr in einem Baum hängt oder so, möchte ich ja nicht immer unbedingt hochklettern oder ich nicht unbedingt das per App machen, weil Smartphones gehen schneller leer und dann habe ich so eine Fernbedienung. Dazu halt dieses Display, was man da, hast du das eigentlich gerade ausgefummelt? Ja, hast du mal? Sagst mir, ich soll Dinge nicht kaputt machen. Du ich wollte das mal zeigen, weil da ist so ein kleiner Konnektor drauf und dann drückt man es hier hinten den Konnektor und dann hat man dann das Display drauf. Also ich finde das ganz interessant, man hat hier einen riesigen Lieferumfang, da stehen noch zig andere Sachen bei und sowieso Action-Kameras finde ich sowieso immer wieder spannend. Preis liegt dafür allerdings auch mit dem ganzen Zubehör bei 450 oder so? 450 sind es oder 449. Das ist natürlich auch sportlich, aber man bekommt dafür auch einen ganzen Haufen Kram. Okay. Also insofern interessante, ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Ja, du hast es. Nee, ich habe es unordentlich gemacht vor allen Dingen. Egal, ich krieg das leicht noch sortiert auf jeden Fall. So, ach komm. Das ist wirklich sehr schön, wie du es machst. Gut, wir haben also sehr viele Produkte zu sehen bekommen und das ist natürlich nur ein Müh von dem, was auf der IFA insgesamt vorgestellt wird. Wir versuchen jetzt gemeinsam mit Lars noch die Kamera da wieder in die Box zu bringen. Ihr seid hoffentlich auch noch dabei, wenn wir in den nächsten Tagen noch weiterhin ein paar Informationen von der Messe hier für euch haben. Wir haben natürlich auch in den nächsten Tagen noch weitere Gäste dabei, die sich mit uns über ihre Produkte unterhalten, vielleicht auch über deren Messeerfahrung. Die Jungs sind in den nächsten Tagen unterwegs, probieren hier Kopfhörer over Kopfhörer aus, was vielleicht auf der nächsten IFA dann angesagter Trend ist. Double Headphones. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr diese unter dem YouTube-Video hier natürlich stellen, wie das geht. Wisst ihr, wenn ihr eine Tastatur wie diese habt oder auch eine andere, die nicht ganz so laut ist, dann könnt ihr das gerne machen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch auf Twitter eure Fragen stellen mit dem Hashtag 1&1BloggerWG. Da werden dann die entsprechenden Leute sich das mal angucken und versuchen, diese Fragen zu beantworten. Das hier, das war Tag 3. Morgen geht es weiter mit Tag 4 und wir hoffen, ihr seid mit dabei. Danke an die Runde. Bis dann. Ciao. Ciao. Thank you.